Ja, wir haben wieder eine tolle Woche hinter uns und diese Woche beweist mal wieder, wie richtig Oskar Panizza, mein Lieblingsdichter, mit seinem Satz lag: Wenn der Wahnsinn epidemisch wird, wird er zur Vernunft. Und so betrachtet leben wir in extrem vernunftsbelasteten Zeiten. Was ich toll finde, ist das allgemeine Überlegen, Nachdenken, Diskutieren, wie man Energie jetzt sparen könnte. Energiesparen ist jetzt eine Aufgabe oder wie Angela Merkel sagen würde, eine nationale Herausforderung. Genauso wie vor 6 Jahren die Aufnahme der Flüchtlinge. Und jeder spart, wo er nur kann. Habeck hat, glaube ich, gesagt, er duscht jetzt nur kurz. Und andere wiederum sind bereit, ihre Raumtemperaturen auf 17, 18 Grad abzusenken. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das leicht bedrückend, weil es gäbe eine relativ einfache Möglichkeit, die ja auch gelegentlich erwähnt wird. Man lässt einfach die Atomkraftwerke ein bisschen länger laufen. Aber nein, das geht nicht. Das wäre ein Verstoß gegen die reine Lehre. Eher erkennt der Vatikan homosexuelle Ehen an, als dass die Grünen dem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke und der Wiederaufnahme der Kohlekraftwerke zustimmen würden. Weil es gibt nichts Schlimmeres in Deutschland, als seinen Kurs ändern oder einzusehen, dass man was falsch gemacht hat. Dieses Durchhalten, dieses Weitermachen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und ich wette, 3 Tage vor Ablauf der Frist werden die Kernkraftwerke wieder länger laufen dürfen. Ich glaube, dieses Wort, das jetzt aufgekommen ist, heißt Streckbetrieb. Streckbetrieb finde ich übrigens gleich nach Sondervermögen mit das Originellste, was es jetzt gibt. Man assoziiert automatisch eine Streckbank, also eine gewisse Art von Folter, wie da früher Geständnisse erzwungen wurden. Also die Kernkraftwerke werden, ich gehe jede Wette ein, weiterlaufen, aber es muss erst ein richtiger Notstand hergestellt werden, damit die Grünen von ihrer Prinzipienreiterei ablassen und sich auf eine vernünftige Lösung verständigen können.